Das Bild sieht immer am Anfang so seltsam aus mit dem Kopf neben dem Körper da. Was kann ich jetzt mit der Axt machen? Warte. Nee, Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Nein, ich wollte die auch nicht ausrüsten. Ich wollte untersuchen. Habe ich irgendwas, was ich irgendwie aufbrechen musste oder so? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich kann hier so einen Baum fällen. Die Frage ist, warum sollte ich das tun? Und wahrscheinlich kann ich das auch gar nicht tun. So, mach auf hier. Nee. Hack doch mal die Pflanze kaputt. Auch wieder nicht. Nichts geht hier. Gar nichts. Ich bin jetzt wieder rausgerannt aus dem Raum, weil ich dort nichts gefunden habe. Ich habe das Gefühl, ich habe nur die Axt und muss damit jetzt wieder was machen. Jetzt renne ich wieder 8 Stunden im Kreis. Und dann renne ich einmal runter. Ne, warte mal, ich gehe jetzt einmal ganz nach oben. War das der? Ja. Ne. Oder? Ne, das ist der falsche. Mann! Okay, Floor Elevator ist der, muss ich mir merken. Oh, ich will ja eigentlich so Let's Plays gar nicht schneiden. Das finde ich irgendwie immer so, weiß ich nicht. Da könnte man auch einfach nur einen Speedrun rausschneiden. Das, weiß ich nicht. Finde ich nicht so gut. Aber wir gucken mal. Vielleicht gibt es so Stellen, wo ich dann Aufnahmepause mache und dann einfach mal gucke, wie ich weiterkomme. Aber... Es könnte natürlich sein, dass ich meine Tür damit aufkriege, weil er sich denkt, so, ah, ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist, ist ja meine Tür, dann mache ich die auf. Anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Hier geht's raus, da wollen wir nicht hin. Wir wollen, ich verirre mich hier übrigens. Extrem, ne? Nur... Hier? So, schlag ein die Tür. Did I lock my door? Ja, hau doch kaputt. I don't remember where my keys are. Q, E, T, T. Schlag die kaputt. Okay, C, machst du das? V, B, T, T, T. Geht alle Tasten durch, ob ich hier irgendwas... Das ist das Journal. Da können wir gleich mal gucken, ob er mir sagt, was ich machen soll. Was war das gerade? Gerade erschrocken über ein Geräusch. Aber ich weiß nicht, ob das aus dem Spiel kam oder ob die Chaoten hinter mir schon wieder was machen. So, Tagebuch, Dokumente. Das letzte, was er da jetzt reingeschrieben hat, war diese komische Vision. Das ist ja, ui, super. Oder? Halt, hier konnte ich noch nach rechts gehen jetzt, ne? Handschnitzerin, die hat er also selber geschnitzt. Das Problem ist, wenn ich jetzt die dumme Statue wieder anquatsche, ne? Dann quatscht mir wieder eine halbe Stunde voll. Ich gehe jetzt raus. Ich gehe jetzt einfach. Ich dachte gerade, ich hätte einen Zettel, aber das ist nur dieses komische. Super. Warte mal, kann ich mit der Axt vielleicht. Locked. Ja, mach doch auf. Du hast hier eine fette Axt. Wieso nutzt du die nicht? Na, ich will immer die. Mausrad? Nee. Hm.
Spiele, in denen du mal stark bewaffnet bist, aber nichts damit machen kannst. Geht's raus. Ist mir egal. Ich hab eine Axt. So, Axt. Warum nicht? Ich komme drin auch nicht weiter. Ich habe eine Axt. Lass mich in Ruhe. Und einen Fleischklopfer auf der Rückseite. Dann gehe ich mal davon aus, dass er bei dem anderen Ende genau das gleiche sagen wird. Mir fehlt echt ein bisschen so, ein Ziel, so, wo ich hin muss, was ich machen soll. Tagebuch. Erstes irgendwas Ereignis. Dann würde ich die Viecher hinter mir die Krach machen. So, kein Strom. Ja, hier hat er noch gesagt, so, ja, Strom wäre vielleicht gut. Hier hat mich einer angefunkt. Jetzt soll ich unten mal das Funkgerät benutzen. Ich greife nach Strohhalmen. Wird glatt. Mhm. Es nimmt ja noch ein bisschen so Atmosphäre raus, ne? Wo muss ich schon wieder lang? Hier nicht. Und da? Ich bin auch einfach nicht imstande, mir zu merken, wo hier was... Komm wieder her, Mensch! Wo hier was lang geht. Hier? Venture Room? Nein. Hier ist irgendwas. Ja, sieht gut aus. Kann ich hier was mit der Axt machen? Nein. Kann ich die anderen Räume vielleicht aufschneiden? Habe ich die probiert? Ich weiß es nicht. Ich probiere die mal, bevor ich runtergehe. Weil da ja ein Ladebildschirm zwischen ist. Die waren hier, glaube ich, gerade aus. Falsch geglaubt. Habe ich gerade die... Tür von dem von dem Medizinschrank aufgerannt oder kaputt gerannt, zugerannt. Nein. 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 Kollege, du hast eine Axt. Nutz doch die fucking Axt. Nein. Nein, okay. Das Ding wird offenbar nur benutzt, um damit irgendwie eine Pflanze zu massakrieren. Was hat denn Rohre? Ich dachte gerade, was hat ein rosanes Ding da oben, aber... Oh... Ach, ja, okay. Nö. Wie gesagt, ich greife nach Strohhalmen. Und zwar nach allen. Verdammt, ich muss irgendwas vergessen haben. Entweder was aufzusammeln. Oder, da ist der Link-Elevator. Was war eigentlich da gegenüber? Hier ist das Biolab. Und hier war ein Depot, was nicht aufgeht, ne? Ja, okay. Okay. Kann ich das wegdrücken? Fahre ich hoch in den Turm? Ich fahre hoch, ne? Ich dachte vorhin, wir sind runtergefahren irgendwie. Oh! Wir sind vorhin runtergefahren. Ich kann aussuchen, wo ich hinfahre. Wie? Ja. Wieso? Was ist das denn?
Warum nicht das hier? Ich habe eine Axt. This is amazing. Most of the ground level structures have been crumbled and rounded from untold eons of savage storms, and thus weathered into shapeless ruins. However, both the ground level and the cavern systems below are clearly displayed in these bas-reliefs. The most striking features depicted in this grand panorama, I believe, are the tall, occasional towering spires, which somehow resemble a lighthouse. They all seem like focusing a light beam towards a colossal structure in the center. Could there be some sort of religious meaning behind this? Or simply something that has a more practical use? I'm not sure. Okay. Ich habe die Zeit mal genutzt, um mir was zu trinken einzukippen und mich wegzumachen, damit ich nebenbei auch noch ein bisschen lesen kann, tatsächlich. Könnte da noch ein praktischer Nutzen hinter sein, ja, hinter dem Leuchtturm. Gehustet. Was ist denn das? Schattenspiele mit einem Leuchtturm müssen der Hammer sein. Kann man hier irgendwas umstellen? Ich denke mal, ich werde die Kugel auch drehen, wenn ich in den Keller fahre, nicht wahr? Dann müsste der ja woanders hinleuchten. Man hatte damals nämlich immer so ein Fable dafür, wenn man etwas baut. Oh. So, this is the strong light that can be seen from ground level. Ja. Dass wenn man nämlich Dinge baut, dann müssen die einfach gigantisch sein. Da müssen mehrere tausend Tonnen Stein müssen bewegt werden mit einem kleinen Hebel. Aber ist echt so, ne? Die mussten damals immer echt pompös bauen. Habe ich schon Licht an? Okay, das ist jetzt nicht sehr hilfreich. Da ist ein... Was ist das? Das ist wie so ein... So ein griechisches Gebäude mit Säulen. Da ist auch noch so eine Kuppel. Da hinten ist eine Stadt, glaube ich. Und ich denke mal, das in der Mitte wird der Leuchtturm sein. Ach so, und das soll hier im Vordergrund eins sein. Das heißt, der Leuchtturm strahlt irgendwelche Dinge an. Ist das die gleiche oder dieselbe Pyramide wie die? Auf dem Bild ist kein Leuchtturm, ne? Okay. Wir müssen mit dem Leuchtturm irgendwas anstrahlen. Und gleichzeitig müssen wir unten... Ja, nee, noch ab, aber geht nicht. So. Oh Gott. Da kannst du in beide Richtungen drehen und drücken. Und ich habe das ja vorher schon gesehen, bevor ich den Schalter eingesetzt habe. Ich habe gesehen, dass der Up und Down steht. Aber dass man das je nach Richtung klicken muss, das ist, ja... Schöner wäre es gewesen, man kann sich aussuchen, wo man hinfährt. Also so eine typische Mitteilung. Von wegen, ja, hoch oder runter. Oder Etage 1 oder Etage 2. Egal, wir haben es ja jetzt rausgewonnen. Und mit wir meine ich natürlich wieder mich und mein schizophrenes Ich. Nicht wahr? Ja, danke. Was war das für ein Geräusch? Lass mich raten, kann ich wieder in beide Richtungen drehen, ne? Wohin leuchtet der jetzt? An die Wand. Hier müssen wir hin. Also nochmal nach links drehen, bitte. Ich glaube, die Pflanzen haben keinen Bock auf Tageslicht oder was auch immer das für ein Licht ist. Soll mir egal sein, mir hilft's. Hier ist ein Feuer. Da brennt einfach ein Feuer. Hier ein Ei von Alien. Warum brennt hier ein Feuer? Oh, da sind noch
Da ist ein geschlüpftes Ei und da sind noch andere Eier. Ja, okay. Ich meine, so ein Feuer brennt doch nicht jahrhundertelang hier. Hier muss doch irgendeiner... Da sind noch mehr. Die erinnern wirklich ein bisschen an Alien. Sollen die Cthulhu-Dämonen auch so eine komischen... Schlüpfen die auch aus Eiern? Warum schlüpfen alle bösen Sachen aus Eier? Hühner, Spatzen, Schlangen, Waschbären. Ja, die schlüpfen auch. Was ist das? Das Ding hat einen Schnabel, ne? Es ist geschlüpft. Ich sag ja, alle bösen Dinge schlüpfen. Wie Schlangen zum Beispiel. Ist das eine Schlange? Ja, sieht aus wie von diesen ominösen Echsenmenschen, die unter der Erde, also unter der Oberfläche leben, in der ausgehöhlten Erde. Ja, das sind ihre hässlichen Kinder. Was muss ich hier machen? Was opfern wahrscheinlich. Ich habe ja eine Axt. Hier läuft wirklich irgendwie... Oh nein, bitte nicht. Macht er da das Friede sein mit dir Zeichen? Nee. Ist ja... Wie heißt das Zeichen eigentlich? Das von... Gott, Star Trek, ne? Bin nicht so nerdig, wie ich dachte. Ich habe damals die Star Wars Filme, noch die Originalen, geguckt. Hallo? Wo ist er denn? Ach, der Kopf ist einfach weg, okay. Wo ist er jetzt hin? Ist er wieder da? What was that I've just seen? Gar nichts. Ja, aber ich habe nie Star Trek geguckt. Weiß ich nicht. Habe ich wahrscheinlich einfach verpasst den Zug. Hier steht jetzt gar nichts. Haben die jetzt die Dinger geklaut? Hier steht auch nichts. Hier steht auch nichts. Ich glaube, hier komme ich. Nee. Oder? Komme ich von hier? Ich glaube schon. Ich gehe noch mal gucken. Ah, guck mal, hier sind die großen hässlichen Kinder, also dann die Jugendlichen. Ich da war auch nichts. Okay. Ich könnte hier runter. Mein Finger juckt. Wieso juckt mein Finger? Und kann ich hier hochgehen? Ja, kann ich. Wenn er mich jetzt angucken würde, ne? Warum kann ich auf deinem Schoß sitzen? Da. Nicht hier irgendwas. Ich übersehe doch schon wieder was. Guten Tag, Peace. Wo war jetzt die Höhle? Nein. Ja, da. Mit irgendeinem Matschgesicht darüber. Okay. Ich renne jetzt übrigens. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich bin anfangs immer noch ein bisschen gegangen, weil ich dachte, hui, ja nicht. Stonework seems weak. Axt? Ah, dann ändert sich das Symbol. Alter. Hallo? Kannst du mal ein bisschen schneller despawnen hier? Das ist alles voll sinnlos, ich muss da unten durch. Hey.
Ein Geheimnis. Ein Gegenstand aus Metall, der an eine Blume erinnert und in dessen Mitte sich etwas befindet, das wie ein Pinienzapfen aussieht. Der Pinienzapfen wird häufig als Symbol für das dritte Auge oder die Zwirbeldrüse verwendet. Ah, Pinienzapfen. Ich will gerade nicht, was ist denn eine Zwirbeltanne? Tüdelü, danke. Und warum sehen die Viecher bei ihm immer so menschlich aus? Immer so Augen und Nase. Ich warte ja noch auf Aliens. Aliens? Die tatsächlich, weiß ich nicht, jenseits der menschlichen Fantasie liegen. Ach, jetzt würde man die überhaupt erkennen? Wenn ich etwas sehe, was ich mir selber nicht ausdenken könnte, dann würde ich doch gar nicht sowas erkennen, oder? Ich könnte ein Stein da so ja, Stein. Was ist das? Ein Puzzle? Ist das ein Puzzle? Steinstücke mit Blüfen. Oh nein, die muss ich nachher oben setzen, ne? Also was ich meine, wenn ich wollte gerade springen. Wenn man sich Lebewesen vorstellt, die so existieren könnte, aber die Erscheinung dieser Lebewesen nicht innerhalb unserer Vorstellungskraft liegt, dann würde man die ja theoretisch gar nicht erkennen können. Wenn jetzt so ein Stein einen Berg runterrollt, könnten wir uns das erklären damit, ja, Schwerkraft rollt runter, könnte auch genauso gut ein Alien sein, was da langläuft. Würden wir nicht mitschneiden. Voll bescheuert der Gedanke, aber oh, da kriselt die Sicht schon wieder. Warum brauche ich noch eine Axt? Ich wollte sagen, ich dual wield. Oh, der. Hätte ich die andere liegen lassen sollen? Hm. If I am not mistaken, this relief depicts that the overgrown flower we came across at the various points in the cavern, can be cleared away with an iridescent device, a tool or a talisman. Curiously, we still haven't been able to find the roots of those plants. They seem to seep out of these caverns by passing through crevices which look as if intentionally made for them. What other secrets might these silent halls conceal from us? Ist das eigentlich Dr. Faust? Ja. Aha, aha. Oh, das wollte ich gar nicht. Die Echsenmenschen. Ja, oder Pflanzen könnten natürlich auch außerirdisch sein, was wir nicht mitkriegen würden. Hm. Oder halt irgendwas, was man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen kann. Irgendwas, was man nie gesehen hat. As we planned, my team will continue exploration through this gateway. Other expedition parties can commence when ready. Okay. Und warum ist er jetzt eingestürzt? Wie lange bin ich schon hier? Indiana Jones? Was? Oh! Bin ich jetzt wirklich in so eine Falle gelatscht? Ich bin. Alter, ich würde keine Sekunde überleben in so einem Tempel. Was macht das? Macht gar nichts, oder? Hallo?
Bist du dadurch angegangen? Oder warst du vorher schon an? Ah, oh nein, was? Woran soll ich das jetzt erkennen? Soll ich mir das da hinten angucken, oder was? Warte. Da sind keine Symbole. Sehe ich das richtig? Das ist die Axt, die wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich mein geiles Device. C. Nein, das ist die falsche Taste. Kann ich einfach testen? Was ist das? Looks like something's missing here. Es fehlt auch immer irgendwas. Hier muss doch vorher einer durchgerannt sein und Sachen versteckt haben. Das ist doch. Ich glaube, es ist generell so. Ich glaube, es gibt irgendwo da draußen jemanden, der hat den als einziger den Job in Videospielen Sachen zu verstecken. Oder in Filmen. Ist das der Baum, der die Wurzeln hochsprießen lässt? Ich bin sehr lange hier, oder? Was ist das denn? Die werden blau. Oder jetzt, sie wurden blau und jetzt werden sie wieder gelb. Hä? Kann ich die nicht angucken? Der hat. Ja, ich kann nicht springen. Was ist das denn? Hallo? Oh, Zombie. Zombies, wirklich. Die Sicht ist wieder ein bisschen verdallert. Wollen wir noch mehr Zombies öffnen? Wir öffnen hier alles. Ein Ornament aus Metall mit dem Symbol eines Alten, ein Symbol, das den Träger vor mächtigen Entitäten schützen soll. Auf einem der Gesichter. Moment, was? Ich mache hier alles auf. Da ist gar nichts drin. Ist das hier so ein Hütchenspieler-Ding gewesen oder was? Und ich hatte Glück. Kann ich da hochlaufen? Strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Ich frage mich auch, gucke ich mir jetzt sozusagen die Vergangenheit an? Also wir sind ja Zwirbeldrüsen, ne? Hier so mit zeitlichen Abläufen, gucke ich mir an, was schon passiert ist, oder läuft das alles nebenbei ab? So in einer anderen Dimension. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde auf Ersteres tippen. Muss ich mir das jetzt merken? Ah, ist das der Mann ist einfach super. Als ich mich der Steintafel näherte, die sich an einem Ort befand, der einem uralten Friedhof ähnelte, wurde ich von einer Vision übermannt. Auf der abgeschliffenen Oberfläche des Gesteins war ein Diagramm, besteht aus mehreren Glyphen abgebildet. Eine der Glyphen war für die Gestalt in der Vision von besonderer Bedeutung. Ich habe das Diagramm ins Notizbuch übertragen und die relevante Glyphe markiert. Okay. Warum war das eben eine Gestalt? War das nicht auch wieder Dr. Faust? Ich hänge fest.